So ein bisschen wie am ersten Tag nach den großen Sommerferien. Erstes Wiedersehen, alte Bekannte, neue Gesichter. Erste verpflichtende Veranstaltung für alle, die in der kommenden Saison aus beruflichen Gründen das TSG-Trikot tragen wollen. Tauglichkeits- und sportmedizinische Grunduntersuchung. Während im Trainingszentrum fair und gemessen wird, laufen im Klinikum der Uni Heidelberg quasi die großen medizinischen Hauptuntersuchungen. Blut, Herz, Lunge und was man sonst noch so alles braucht. Ein absolutes Muss für jeden Bundesliga-Profi. Wir müssen unterschreiben, dass jemand gesund ist. Und wenn wir das nicht tun, dann bekommt er die Lizenz nicht für die kommende Saison. Also wir, unser Urteil hat schon Gewicht, ist von Bedeutung. Folglich und auch sinnvollerweise ist das Ganze von der DFL vorgeschrieben. Ohne Tauglichkeit keine Lizenz, heißt aber auch ohne Schwitzen kein glaubhaftes Ergebnis. Wobei das bei knapp 40 Grad wohl das kleinste Problem sein dürfte. Eugen Polanski wird's bestätigen. Das ist ein ganz wichtiger Test. Wir führen eine stufenweise ansteigende Belastung durch und beobachten dabei das Herz, indem wir das EKG permanent auf dem Monitor sehen und regelmäßige Blutdruckmessungen machen. Und dabei können wir unter anderem Herzrhythmusstörungen feststellen, wenn sie denn vorliegen würden. Und wir haben tatsächlich Fälle von Spitzensportlern, die solche unerkannten Herzrhythmusstörungen hatten. Denen konnten wir zusammen mit den Kardiologen dann weiterhelfen. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Untersuchung, weil manchmal kommen die Veränderungen eben erst bei Belastung zutage. Deswegen gibt's von der reichlich, sicher ist sicher. Mit Eugen ist erwartungsgemäß alles in bester Ordnung und man darf das wohl vorwegnehmen, mit dem Rest der Truppe auch. Wir hatten Gott sei Dank jetzt noch keine Fälle im Fußball, dass wir jemanden auf Dauer ausschließen mussten. Wir hatten mal kleine Veränderungen, wie zum Beispiel eine Blutarmut oder ein Infekt, der noch nicht auskuriert war. Das hatten wir noch nicht. Aber wenn man die Zeitungen aufmerksam liest, dann stellt man immer wieder fest, dass es mal zu Zwischenfällen auch im Fußball kommt, bis hin zur Premier League in England, wo schon mal jemand wirklich tot auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist. Und das eben wollen wir unbedingt vermeiden. Jawohl. Und locker weitertreten, es wird leichter, dauert einen kleinen Moment. Ja. So, Gott, jetzt wird leichter. Also, den ersten Pflichttermin der Saison haben sie hinter sich. Nur anders als nach den Sommerferien in Schulzeiten sind zum einen vielleicht die Vorfreude auf das Kommende, ganz sicher aber die Anstrengungen ungleich größer.